Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Marietta Slomka. Guten Abend. Wegen des bundesweiten Warnstreiks standen Busse und Bahnen heute vielerorts still. Der dritte Streik im Verkehrssektor innerhalb von 7 Tagen. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu in 15 Bundesländern aufgerufen. Wenn an anderen Tagen der Bus nicht kommt, liegt das ja meist am Personalmangel im öffentlichen Nahverkehr, was auch keine gute Voraussetzung für die angestrebte Verkehrswende ist. Es gibt zu wenige, die einen Bus oder eine Straßenbahn fahren wollen. Nach Ansicht der Gewerkschaft liegt das auch an zu schlechten Arbeitsbedingungen und Bezahlung. Scarlett Sternberg hat den Streiktag in Hannover beobachtet. So, du auch eine? Jörg Plesse fährt seit 7 Jahren Straßenbahn. Belastend ist sein Job. Der Krankenstand hoch in der Branche. So fordert er Entlastungen, zum Beispiel für Schicht- und Nachtarbeit für sich und die Belegschaft. Eigentlich will er seine Fahrgäste zuverlässig von A nach B bringen. Er fühlt mit seinen Gästen, wenn zunehmend schwierigere Arbeitsbedingungen ihn zum Streik zwingen. Für mich ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir die Bevölkerung mitnehmen, weil ich auch nicht möchte, dass wir im Anschluss vielleicht nicht so ein gutes Verhältnis haben, wie wir es bis dato hatten. Um Menschen wie Kathleen Schulz macht sich Straßenbahnfahrer Jörg Plesse Sorgen. Eigentlich verbringt die Studentin in der Woche 16 Stunden in Bus und Bahn, pendelt von Hannover zur Uni nach Hamburg. Die Strecke mit dem Auto oder das Parken am Hauptbahnhof kann sie sich nicht leisten. Wenn der Nahverkehr streikt, muss Kathleen zu Hause bleiben. Uni findet dann online statt. Grundsätzlich kann ich die Bedürfnisse verstehen und sehe die auch. Aber das Pensum bzw. die Regelmäßigkeit, wie oft in letzter Zeit gestreikt wurde, ist einfach eine enorme Belastung, weil man einfach seinem Alltag gar nicht richtig nachgehen kann. Und man hat den Austausch mit den Kommilitonen einfach nicht mehr. So ein bisschen einfach wie in der Zeit von der Pandemie, wo alle nur noch vor den Bildschirmen sitzen. Wenn durch Streik Stillstand herrscht, kann das für jeden Einzelnen ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Die Serie von Streikereignissen, die wir gerade erleben, gerade dann, wenn sie so sehr in den eigenen Alltag eingreifen, kann uns einerseits psychisch sehr belasten. Und gleichzeitig ist aber die Möglichkeit, streiken zu können, auch eine Perspektive, nämlich einer belastenden oder vielleicht als ungerecht empfundenen Situation persönlich nicht ausgeliefert zu sein. Die Reallöhne sinken, Verbraucherpreise steigen. Jeder vierte Arbeitnehmer bewegt sich mit unter 14 Euro pro Stunde im Niedriglohnsektor. Und viele Tarifverträge laufen in diesem Jahr aus. Für die Streikenden gute Gründe. Wenn man sich die aktuellen Arbeitskämpfe betrachtet, dann entsteht das Gefühl, dauernd wird gestreikt, es wird nur noch gestreikt. Wenn man das statistische Mittel nimmt, dann befindet sich Deutschland im Mittelfeld der europäischen Vergleichsstaaten. Es wird nicht besonders oft gestreikt. Streikspitzenreiter ist Belgien. Zwischen 2012 und 2021 wurde dort durchschnittlich etwa 5-mal so viel gestreikt wie in Deutschland. Doch Arbeitskämpfe bei der Bahn, dem ÖPNV oder dem Sicherheitspersonal an Flughäfen, Lösungen sind bisher nicht in Sicht. Eines haben aber die meisten Beteiligten gemeinsam: den Wunsch nach einem schnellen Ende der Streiks. Am Wochenende soll es Land auf, Land ab wieder zahlreiche Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geben. Eines haben sie bereits bewirkt: das Thema Rechtsextremismus ist stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Bei der Frage nach den wichtigsten Problemen rückt es im neuen Politbarometer auf Platz 2. Und 79% der Befragten finden die Demonstrationen gut. Die AfD wiederum ist in der Wählergunst nach unten gerutscht. Wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde sich die SPD auf 15% verbessern. Die Union käme unverändert auf 31, die Grünen verschlechterten sich auf 13%. Die FDP läge bei 4, würde es also nicht über die 5%-Hürde schaffen. Die AfD würde 3 Prozentpunkte verlieren und läge bei 19%. Die Linke und die Freien Wähler landeten bei jeweils 3% und das neue Bündnis Sarah Wagenknecht schaffte es hingegen auf Anhieb den Einzug in den Bundestag mit 6%. Verluste also für die AfD. Doch auch 19% sind viel für eine Partei, die der Verfassungsschutz als in Teilen extremistisch einstuft. In den Parlamenten wächst die Sorge um die Wehrhaftigkeit der Demokratie. Dorte Ferber berichtet.
Die AfD immer lauter, immer derber. Die Zahl der Ordnungsrufe im Bundestag ist stark gestiegen. Die AfD kassierte vergangenes Jahr mehr als die Hälfte davon. Der Ton im Hohen Haus ist äußerst gereizt seit ihrem Einzug. Herr Kollege Frohnmeier, für die Bemerkung in Richtung des Kollegen Diaby. Er könne sich offensichtlich an mitteleuropäische Sitten nicht gewöhnen, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Jetzt strebt der Bundestag eine neue Geschäftsordnung an, samt hohen Ordnungsgeldern. Das Ziel, zurück zur Debattenkultur. Herr Brandner beispielsweise von der AfD schreibt, dass er der Abgeordnete mit den meisten Ordnungsrufen ist, dass er darauf stolz sei in diesem Hause. Und das darf er gerne sein, aber diesen Stolz muss er demnächst auch bezahlen. Das Wahlverfahren für das Bundestagspräsidium soll mit der neuen Geschäftsordnung ebenfalls geändert werden. Die AfD-Kandidaten fielen bislang allesamt durch. Die Mehrheit im Bundestag will sich aber nicht weiter vorführen lassen. Weil wir momentan uns dieses Schauspiel angucken müssen, dass wir nahezu jede Sitzungswoche Wahlvorschläge der AfD erhalten und das uns auffällt. Und die AfD das natürlich benutzt, um ihre Opferrolle nach außen zu dokumentieren. Die AfD unterlaufe parlamentarische Gepflogenheiten, der Vorwurf, und auf diese Weise demokratische Spielregeln. Das treibt auch die Kultusministerkonferenz um. Denkbar wäre nach den Wahlen in Ostdeutschland ein Bildungsminister, eine Ministerin aus Reihen der AfD. Dann könnte die Kultusministerkonferenz blockiert werden, die teils einstimmig entscheiden muss. Von der Einstimmigkeit will sie jetzt weg. Wir müssen uns so krisenfest aufstellen, dass eben einzelne Bundesländer nicht in der Lage sind, wichtige Reformen im Bereich der KMK namentlich zu verhindern. Und das ist der Grund, warum wir auch jetzt über die Veränderung der Mehrheitserfordernisse diskutieren. Auch Landtage sehen Handlungsbedarf, Beispiel Nordrhein-Westfalen. Hier hatte die AfD als Ausschusssachverständigen den Juristen Ulrich Vosgerau bestellt. Er war Teilnehmer des Potsdamer Treffens mit Rechtsextremen. Alle anderen Fraktionen entschieden gemeinsam, ihn abzuberufen, änderten die Geschäftsordnung so, dass das mit einer Zweidrittelmehrheit geht. Jemand, der an solchen Treffen teilnimmt, ist einfach persönlich nicht geeignet, in einer demokratisch organisierten Enquete-Kommission im Landtag von Nordrhein-Westfalen mitzuwirken. Das wollen wir nicht und dagegen wehren wir uns. Und das sind die Schlüsse, die wir eben daraus gezogen haben. Es wird viel geredet über Geschäftsordnungen in diesen Tagen. Denn es gibt die Sorge, dass die Demokratie demokratisch ausgehöhlt werden könnte. Zu den Themen, die Wasser auf den Mühlen von Rechtspopulisten sind, gehören die Probleme bei den Abschiebungen. Nicht ohne Grund hatte Bundeskanzler Scholz ja erklärt, abgelehnte Asylbewerber müssten im großen Stil abgeschoben werden. In der Praxis erweist sich das aber immer wieder als schwierig. Etwa weil Herkunftsländer die Rücknahme verweigern. Oder weil Ausreisepflichtige untertauchen. Das geschieht vor allem auch bei straffällig gewordenen Ausländern. Ob die verschärften Abschiebungsregelungen, die heute vom Bundesrat gebilligt wurden, für diese Fälle tatsächlich hilfreich sind, das muss ich erst noch zeigen. Eva Schiller berichtet. Umso krimineller, umso wahrscheinlicher ein Fall für den Sonderstab gefährlicher Ausländer in Baden-Württembergs Justizministerium. Polizisten, Beamte und Juristen versuchen gemeinsam, straffällige Einwanderer abzuschieben, die Fälle so schnell wie möglich durch den Behördendschungel zu befördern. Für uns ist es wichtig, weil es uns über eine Abschiebung sehr rasch gelingt, wenn wir irgendwo einen Brennpunkt haben, wenn wir einen Hotspot haben, wenn wir es mit gefährlichen Personen haben, die halt außer Landes zu bringen. Die Polizisten im Sonderstab dürfen nicht erkannt werden, weil ihre Arbeit mit ausländischen Intensivtätern gefährlich ist. Ein paar hundert Fälle bearbeiten sie momentan. Größte Herausforderung, die Identität der Migranten nachweisen, sodass die Herkunftsländer sie zurücknehmen. Ich muss schon sagen, dass es manchmal ein Stück weit auch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist. In Einzelfällen können es wirklich mehrere hundert Arbeitsstunden werden, die dann in einen Einzelfall reinfließen. Ihre Puzzlearbeit zeigt Wirkung, macht aber gleichzeitig deutlich, wie schwer es generell ist, ob Straftäter oder nicht, in großem Stil abzuschieben. Das hat der Kanzler vollmundig angekündigt. In Deutschland leben 243.000 ausreisepflichtige Menschen, aber 80% haben eine Duldung zum Verbleib. Nur etwa 16.000 wurden 2023 abgeschoben. Das Rückführungsverbesserungsgesetz soll das eigentlich ändern.
Die Abschiebehaft wird von 10 auf 28 Tage verlängert. Es gibt bessere Durchsuchungsmöglichkeiten für die Polizei. Straftäter sollen leichter abgeschoben werden. Aber Abzuschiebenden wird ein Anwalt zur Seite gestellt. Kontraproduktiv und zu kurz gegriffen, kritisiert die CDU. Am Ende werden Menschen, die rückgeführt werden, ausgewiesen werden sollen, werden in der Regel dann gewarnt sein und nicht anzufinden sein. Und das stellt das ganze Ding wieder von den Füßen auf den Kopf. Ganz wichtig wäre, dass der Bund sich auch mal um die Staaten kümmert, wohin wir nicht abschieben können. Beispielsweise Afghanistan, beispielsweise Syrien. Da haben wir wirklich harte Straftäter, schwere Straftäter. Nur ein kleiner Teil, etwa 5% der Zuwanderer, wird straffällig. Aber wie verheerend die Folgen sind, zeigte sich auf besonders tragische Weise in Illerkirchberg. Ein Geflüchteter aus Eritrea ersticht 2022 ein Mädchen auf ihrem Schulweg. Kurz darauf muss die Gemeinde einen Vergewaltiger aus Afghanistan nach dessen Haftentlassung wieder aufnehmen. Lebenswirklichkeit und Rechtstheorie gehen hier so weit auseinander, dass ein Erklärungsversuch voraussetzen würde, dass man selber versteht. Und wenn ich verspreche, dass man die abschieben muss, die hier kein Bleiberecht mehr haben oder keine Bleibeperspektive mehr haben und das im Ergebnis nicht funktioniert und die Menschen das vor Ort erleben und sehen, dann bröckelt Vertrauen. In einem Brief hat er die Innenministerin um Hilfe gebeten. Die Antwort: leider nichts zu machen. Markus Häusler maßt sich nicht an, schnelle Lösungen zu kennen. Er weiß nur eins: das spaltet, auch wenn seine Gemeinde im Schmerz zusammensteht. Und jetzt geht's bei dir erstmal weiter, Hanna. Mit mehrwöchiger Verspätung hat der Bundestag heute den Haushalt 2024 beschlossen. Der Etat sieht Ausgaben von rund 477 Milliarden Euro vor und eine Neuverschuldung von rund 39 Milliarden Euro. Damit soll die Schuldenbremse erstmals seit 2019 wieder eingehalten werden. Auch der Bundesrat gab grünes Licht für den Bundeshaushalt, nicht aber für das sogenannte Haushaltsfinanzierungsgesetz, das unter anderem einen Abbau der Steuerentlastungen beim Agrardiesel vorsieht. Dies wurde auf den 22. März vertagt. Noch ein weiteres Vorhaben der Ampelregierung war heute Thema im Bundesrat. So billigte die Länderkammer unter anderem die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Das neue Gesetz sieht vor, dass Zuwanderer bereits nach 5 statt nach 8 Jahren Aufenthalt in Deutschland Staatsbürger werden können. Voraussetzung ist, dass sie ihren Lebensunterhalt ohne staatliche Hilfe bestreiten. Eine doppelte Staatsbürgerschaft wird grundsätzlich möglich. Mit einem Milliardenprogramm sollen künftig Schulen in sozialen Brennpunkten gefördert werden. Darauf haben sich die Mitglieder der Kultusministerkonferenz geeinigt. Das Förderprogramm habe zum Ziel, den starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen. In den kommenden 10 Jahren wollen Bund und Länder jeweils 1 Milliarde Euro pro Jahr bereitstellen. Profitieren sollen rund 4.000 Schulen und Berufsschulen. Die israelische Armee will ihre Militäroffensive gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen ausweiten. Betroffen wäre demnach auch das Gebiet bis zum Grenzübergang Rafah im Süden. Dort halten sich schätzungsweise zufolge aktuell bis zu 1,3 Millionen Menschen auf. Die meisten von ihnen sind aus dem Norden vor den Kämpfen geflohen. Die Bundesregierung rief Israel dazu auf, Zivilisten zu schützen und mehr humanitäre Hilfe zuzulassen. In den USA steht der große Demokratietest im November an, bei der Präsidentschaftswahl, die nicht nur die Geschicke Amerikas entscheiden könnte. Und sie könnte dabei eine Rolle spielen, Taylor Swift. Die Frau ist wahrlich ein Phänomen, derzeit der wohl größte Popstar der Welt. Auf ihren Social-Media-Accounts folgen ihr sage und schreibe mehr als 500 Millionen Menschen. Und seit kurzem ist sie auch noch mit einem berühmten Footballspieler zusammen. Mehr Promi-Power geht quasi nicht in den USA. Warum sie einem Kandidaten Donald Trump gefährlich werden könnte, berichtet Benjamin Daniel. Sie ist das Problem, zumindest wenn man die Perspektive der Trump-Treuen einnimmt. Ihre Beziehung zur Football-Ikone Travis Kelce ein weiterer Popularitätspush. 2023 war Taylor Swift der meistgesuchte Mensch auf Google, weit vor Donald Trump. She is a
Sie kann Menschen mobilisieren. Wenn man sich anschaut, wie sie es schafft, dass sich mehr Frauen für Football interessieren und zu den Spielen gehen, dann sollte einem auch klar sein, welches Potenzial sie hat, für die Wahl 2024 junge Menschen und Frauen zu mobilisieren. Wie groß Swifts Einfluss ist, zeigt unter anderem die Reaktion ihrer Fans auf diese Instagram-Story, die sie im September postet. Sie ruft ihre Anhänger auf, sich als Wählerinnen und Wähler zu registrieren. Innerhalb eines Tages kommen mehr als 35.000 Follower ihrem Aufruf nach. Der Trubel um den anstehenden Super Bowl, bei dem ihr Freund Travis Kelce spielen wird, noch ein zusätzlicher Reichweitenboost. Die Aufmerksamkeit, die Taylor und Travis zurzeit bekommen, ist außergewöhnlich und das führt dazu, dass die Trump-Anhänger vor Wut schäumen. 2020 warb Swift für die Demokraten. Die Angst davor, dass sie sich beim Super Bowl vor rund 100 Millionen Zuschauern wieder für Joe Biden ausspricht, führt im Trump-Kosmos zu wildesten Theorien. Laut des Medienunternehmers Mike Crispy sei die Nationale Football-Liga von der Regierung gesteuert. Ein Moderator des Trump-nahen Senders Fox behauptet in seiner Show, Swift sei eine Agentin des US-Verteidigungsministeriums. Verschwörungssaga im Magerlager. Die Leute, die solche Verschwörungstheorien verbreiten, haben selbst Millionen Follower online. Sie sind auch oft Teil von Medienunternehmen, die ebenfalls innerhalb einer Woche mehrere Millionen Menschen erreichen. Hinzu kommt, dass die Trump-Anhänger auf der anderen Seite selbst kein Problem damit haben, Wahlkampf mit Weltstars zu machen. Kid Rock oder Kanye West sind die wohl prominentesten Beispiele dafür. Popkultur als politisches Kampfinstrument. Wie wichtig der Sängerin politisches Engagement ist, zeigte sich unter anderem, als sie sich 2018 gegen eine republikanische US-Senatsbewerberin aus ihrem Heimatstaat Tennessee aussprach. Das ist für mich etwas wirklich Großes, etwas Persönliches. Sie setzt sich gegen faire Bezahlung von Frauen ein. Sie stimmt gegen ein Gesetz, das Gewalt gegen Frauen eindämmen und uns vor Missbrauch und Stalking schützen soll. Eine aktuelle Umfrage ergibt, dass 18% der amerikanischen Wähler für einen von Swift bevorzugten Kandidaten stimmen würden. Gerade im US-Wahlsystem, in dem oft wenige Stimmen das Potenzial haben, alles zu entscheiden, könnte also am Ende tatsächlich mancher Swing State zum Swift State werden. Das Lieferkettengesetz, über das derzeit ja in der Ampelregierung gestritten wird, soll Unternehmen dazu anhalten, ihre Verantwortung für Umwelt und Menschenrechte nicht nur bis zum eigenen Werkstor wahrzunehmen, sondern auch ausländische Zulieferer und Partner unter die Lupe zu nehmen. Das ist allerdings ziemlich schwierig, wenn man in Staaten produzieren lässt, die systematisch Menschenrechte ignorieren und sich Einmischung von außen verbieten. Etwa für deutsche Konzerne, die in der chinesischen Region Xinjiang involviert sind. Recherchen von ZDF und Spiegel führen nun zu unangenehmen Fragen an den deutschen Chemieriesen BASF. Thomas Reichert berichtet. Adrian Zenz, der Uiguren-Experte, hat so etwas nicht erwartet. Vor ein paar Wochen kontaktieren ihn ZDF Frontal und der Spiegel. Wir haben Fragen zu einem umstrittenen Werk des Chemiekonzerns BASF in der chinesischen Provinz Xinjiang. Zenz macht eine brisante Entdeckung. Auf den Webseiten des chinesischen BASF-Partners findet er Berichte, die ihn alarmieren. Wenn man da mal auf den ersten Report draufklickt, dann hat mir hier sofort diesen besonders kompromittierenden Bericht. In meinen Jahren der Forschungsarbeit zu Xinjiang habe ich das noch nie erlebt. Die BASF-Fabrik sitzt in Korla, fast 3000 Kilometer westlich von Peking. Und mitten in Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren seit Jahren systematisch unterdrückt wird. Den heutigen Vorstandsvorsitzenden von BASF, Martin Brudermüller, scheint das nicht zu stören, als er 2016 das Werk eröffnet. In Korla stellt BASF Butandiol her, ein Vorprodukt für Sportbekleidung. Der Konzern erklärt, er achte die Menschenrechte auch in Geschäftsbeziehungen. Doch genau daran gibt es nun Zweifel. Auf den Webseiten des BASF-Partners, der Xinjiang Makor Chemical Industry, findet Uiguren-Forscher Zenz Berichte wie diesen. Im Februar 2018 fahren Makor-Mitarbeiter zum chinesischen Neujahrsfest in das Dorf Ajiang. Sie sollen Uiguren überwachen. Es gibt 24 Haushalte, die gezielt kontrolliert werden müssen. Bei der Sitzung wurden besondere Vorkehrungen für nächtliche Hausbesuche getroffen.
Die Mitarbeiter nennen sich selbst Fanghui-Ju-Teams, ein Programm, in dem Chinesen sich bei Uiguren einquartieren, um sie auszuspionieren. Anhand der von Markor selbst veröffentlichten Berichte ist es offensichtlich, dass Markor-Mitarbeiter direkt an nicht nur der staatlichen Sicherheit und der Überwachung, sondern auch an Aktivitäten direkt teilgenommen haben, die der Masseninternierung der Minderheiten dienten. Tatsächlich erreicht die Verfolgung genau zu diesem Zeitpunkt ihren Höhepunkt. Haben die Mitarbeiter des BSF-Partners dazu beigetragen? In Almaty, Kasachstan, treffen wir eine der wenigen Zeuginnen, die offen reden über den Unterdrückungsapparat. Gülpia Quasibek flüchtete 2019 aus China. Für Staat und Partei hat sie lange mitgemacht bei Überwachung und Internierungen. Es standen 10 Busse bereit. Jeder von uns bekam eine Liste. Ihr fahrt an diese Häuser, ihr an diese und nehmt sie fest. BASF teilt auf Nachfrage mit, man prüfe das Werk in Korla regelmäßig und werde das auch weiter tun. Bislang hatten wir keine Kenntnis von den genannten Berichten von 2018, 2019 und den darin beschriebenen Aktivitäten bei Markor. Wir nehmen diese Hinweise sehr ernst und werden ihnen weiter nachgehen. Adrian Zenz sagt, es reiche nicht. BASF müsse sich sofort zurückziehen. So, und dann gibt es jetzt noch eine aktuelle Nachricht, die uns erreicht. Sie erinnern sich, vor 5 Tagen starben ja mehrere US-Soldaten, als ihre Basis im Grenzgebiet zwischen Jordanien und Syrien angegriffen wurde. Und Präsident Biden kündigte damals eine Antwort an, zumal er ja auch den Iran dafür verantwortlich machte, hinter den Gruppen stehen sollte, die diese Angriffe ausgeführt haben. Und jetzt am Abend meldet Washington, dass die USA mit Airstrikes, also mit Luftschlägen, begonnen haben auf Militante. Das wird sonst nicht näher noch erläutert, im Irak und in Syrien. Das ist im Moment erstmal alles, was wir darüber wissen. Nachher im Heute-Journal-Update, spätestens gibt es darüber dann sicherlich noch weitere Informationen. Jetzt geht es erstmal bei dir weiter mit Nachrichten aus der Wirtschaft, Hanna. Ja, ganz genau, mit einem Blick auf Deutschlands Maschinenbauer. Die haben im vergangenen Jahr die Konjunkturflaute zu spüren bekommen. Die Aufträge sind 2023 deutlich zurückgegangen und lagen 12% niedriger als 2022. Frank Bethmann, gibt es denn die Hoffnung, dass es in diesem Jahr besser laufen wird? Eher nicht. Auch 2024 wird kein einfaches Jahr für die Branche. Zahlreiche Betriebe haben das Glück, die noch bestehenden Auftragsbestände abarbeiten zu können. Aber das Neugeschäft schwächelt. Die Kunden halten sich weiter zurück, so wie schon im vergangenen Jahr. In den großen Absatzmärkten Europa, den USA, China, fehlt es an Vertrauen in einen dauerhaften globalen Konjunkturaufschwung, den gerade die Investitionsgüterindustrie benötigen würde, sagt der Chefvolkswirt des Branchenverbandes, Ralf Wiechers. Der exportorientierte Maschinenbau schielt aufs Ausland, hofft vor allem, dass von dort bald wieder mehr Bestellungen kommen. Sicher aber ist es keineswegs. Bestens war die Stimmung heute dagegen auf dem Börsenparkett. Es gab ein neues Rekordhoch. Wie ist das zu erklären? Naja, man kennt das ja, wenn es irgendwo nicht läuft, wie beim Maschinenbau, läuft es woanders besser. Vor allem die sprudelnden Gewinne der großen Tech-Konzerne trieben heute den DAX an, zwischenzeitlich sogar auf ein neues Allzeithoch bei über 17.000 Punkten. Doch die Rekordmarke hielt nicht lang. Dem DAX ging dann so ein bisschen die Puste aus. Jetzt also heißt es Kräfte sammeln. Nächster Anlauf vielleicht dann schon in der kommenden Woche. Vielen Dank, Frank, für deine Einschätzungen. Gerne. In der EU soll es bald ein Recht auf Reparatur für viele Haushaltsgeräte und Alltagsprodukte wie Smartphones geben. Darauf haben sich die Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten geeinigt. Die neuen Regeln nehmen auch die Hersteller in die Pflicht. So sollen Verbraucherinnen und Verbraucher einen Anspruch auf Reparatur bekommen. Das Ziel ist, weniger Müll zu produzieren. Parlament und Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen. Dies gilt allerdings als Formsache. Beim Auftakt der Schwimm-WM in Doha in Katar haben die deutschen Wasserspringer ihre ersten Medaillenchancen verpasst. Zur Halbzeit lag das Mixed-Team um Lena Henschel, Elena Wassen, Timo Bartel und Moritz Wesemann noch auf dem 3. Platz. Am Ende reicht es dann aber nur für Rang 4. Den Sieg nach den Sprüngen aus 3 und 10 Metern sicherte sich Großbritannien. Auch beim Einzel landete Deutschland auf Platz 4.
Über das neue Politbarometer haben wir ja am Anfang der Sendung schon berichtet. Alle Fragen und Ergebnisse präsentiert Ihnen jetzt Matthias Fornos. Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Es tut sich was im Land. Hunderttausende Menschen gehen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Eine frisch gegründete Partei hat die politische Bühne betreten und will künftig mitmischen. Politisch bewegte Zeiten also, die sich auch in unserer Projektion spiegeln. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15% plus 2. CDU-CSU unverändert auf 31, die Grünen auf 13% minus 1, FDP unverändert 4. Die AfD rutschte ab auf 19% minus 3. Die Linke 3, Freie Wähler 3, beide minus 1. Das BSW 6% plus 2. Damit hätte die Ampel weiterhin keine parlamentarische Mehrheit. Als politisch denkbare Bündnisse würde es für Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün reichen. Stabil bleibt die Unzufriedenheit mit der Regierung. Zwei Drittel der Befragten finden, die Ampel macht ihre Arbeit schlecht. Allerdings glauben fast genauso viele, dass es die Union nicht besser machen würde. Die hat eine politische Zusammenarbeit sowohl mit den Linken als auch mit der AfD abgelehnt. 64% der CDU-CSU-Anhänger finden es richtig, jede Zusammenarbeit mit der Linken auszuschließen. 28% nicht. Bei der AfD ein noch deutlicheres Bild. 88% lehnen eine Zusammenarbeit ab. 11% finden das falsch. Die große Mehrheit der Befragten ist sich einig. Sollte die AfD im Bund mitregieren, würde das zu einer schlechteren Politik führen. Gegen Rechtsextremismus und die AfD sind zuletzt Hunderttausende auf die Straße gegangen. Diese Demonstrationen finden die meisten gut. Eine Mehrheit glaubt aber, dass sie die AfD nicht schwächen oder gar keine Auswirkungen haben werden. 72% sagen, die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie. Ein Viertel der Befragten sieht das anders. Dennoch finden nur 41%, dass sie verboten werden sollte. Mehr als die Hälfte ist dagegen. Seit wenigen Wochen gibt es eine neue Partei, die die deutsche Politik aufmischen will. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Eine Protestpartei mit Positionen mal links, mal rechts, aus dem Stand erfolgreich. Immerhin 19% der Befragten würden sicher oder wahrscheinlich bei der nächsten Bundestagswahl BSW wählen. Das würde am ehesten der AfD schaden. 41% der AfD-Anhänger überlegen, ihr Kreuz beim BSW zu machen. Sollte das tatsächlich so kommen, könnte das BSW die Parteienlandschaft ins Rutschen bringen. Nach der Europawahl im Juni will sich das BSW auch bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg zur Wahl stellen. Ob Frontfrau Sarah Wagenknecht in Ostdeutschland selbst antritt, ist noch offen. Schauen wir auf unsere Liste der wichtigsten Politikerinnen und Politiker, die wie immer die Befragten selbst bestimmen, auf der Skala von plus 5 bis minus 5, bewertet nach Sympathie und Leistung. Alice Weidel bleibt Schlusslicht minus 2,5, schlechter. Davor Olaf Scholz minus 1,1, etwas besser. Christian Lindner minus 0,8, deutlich besser. Sarah Wagenknecht minus 0,7, Robert Habeck minus 0,6, beide besser. Annalena Baerbock minus 0,6, leicht verbessert. Davor Friedrich Merz minus 0,4, etwas schlechter. Auf dem dritten Platz Markus Söder 0,1, etwas besser. Das erste Mal dabei Hendrik Wüst, Regierungschef in NRW 0,7. Ganz vorne weiterhin Boris Pistorius 1,6, leicht besser. Auf dem EU-Gipfel diese Woche hat Ungarn überraschend seine Blockadehaltung aufgegeben. Damit ist der Weg frei für 50 Milliarden Euro Ukraine-Hilfen. Aber nicht nur finanziell braucht das Land Unterstützung. Die Befragten im Politbarometer stehen hier weiter an der Seite der Ukraine. Zwei Drittel finden, der Westen soll das Land wie bisher oder sogar stärker als bisher militärisch unterstützen.
Derweil startet Russland Offensiven an allen Fronten. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. 42% sind der Meinung, die Ukraine soll auf die von Russland besetzten Gebiete verzichten, wenn so der Krieg beendet werden kann. 43% denken, die Ukraine sollte weiterhin um diese Gebiete kämpfen. Dieses Jahr bringt für die Ukraine viele Unsicherheiten. Wie lange werden die Verbündeten zu ihr stehen? Der bange Blick richtet sich vor allem Richtung USA. Was, wenn Donald Trump tatsächlich Präsident wird? Dass er Präsident wird, erwartet mehr als die Hälfte der Befragten. Nur knapp ein Viertel geht davon aus, dass die USA dann immer noch die Sicherheit Europas garantieren würden. Die große Mehrheit glaubt das nicht. Nicht nur für die Ukraine, auch für uns ist dieses Jahr also mit einigen sicherheitspolitischen Risiken verbunden. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land. Die Grafiken und alle Informationen zu unseren Umfragen finden Sie wie immer im ZDF-Text ab Seite 165, in unserer ZDF-Heute-App und auf zdfheute.de. Wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen, Informationen zur Methodik und zu den Qualitätsstandards finden Sie unter politbarometer.zdf.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das nächste Politbarometer gibt's dann am 23. Februar. Nach dem Wetter geht's hier gleich weiter mit der Heute-Show. Ihnen noch einen entspannten Abend. Auf Wiedersehen. Guten Abend. In den Zentral- und Nordalpen hat es in diesem Winter viel geschneit. Jetzt kam Neuschnee dazu. Das Wochenendwetter wird ruhig. Perfekte Bedingungen für Skitouren, wenn sie vorsichtig sind. Abseits der Pisten drohen Lawinen. Besonders gefährlich Triebschneeansammlungen. Starker Wind treibt den Schnee an windabgewandten Hangseiten in Mulden zusammen. Die Triebschneedecke hat eine gewellte Oberfläche. Sie ist nur sehr lose mit dem Altschnee unten drunter verbunden, besonders wenn der oben vereist ist. Die Schneekristalle sind nach dem Windtransport verformt, ineinander verhakt und stark verbunden. Sie bilden gefährliche, enorm große Schneehaufen, die sich spontan lösen können. Oder eben durch eine geringe Zusatzbelastung, wie sie ein einzelner Mensch darstellt. Und es liegt ja viel Schnee, besonders in den Nordalpen. Und am Wochenende gibt es eine leichte bis mäßige Lawinengefahr. Und das Wetter wird einfach toll. Sonne und Wolken. Klar wird es heute Nacht sein hier am Alpenrand bei Temperaturen von 1 Grad. In der Mitte bildet sich etwas Nebel. Über den Norden ziehen Regenwolken hinweg bei milderen 9 bis 7 Grad. Und morgen wird ein trüber Samstag mit etwas Regen oder Nieselregen für die meisten von uns bei Temperaturen so zwischen 7 und 12 Grad. Die Sonne bekommen Sie zu Gesicht zwischen dem Oberrhein und dem Berchtesgadener Land, aber auch an den Küsten von Nord- und Ostsee. Am Sonntag wird es etwas kräftiger regnen und die neue Woche startet sehr mild mit Höchsttemperaturen von 6 bis 15 Grad. Schönes Wochenende!